Hallo und herzlich willkommen zu Planet Base. Eine neue Folge. Wir sind jetzt fast wieder bei 150. Ich war nur ganz kurz wieder an der Tür. Und schon habe ich wieder vergessen, Pause zu drücken. Oh. Diese Spielpause zu drücken ist echt schwierig, habe ich das Gefühl. Aber es ist ja nicht schlimm. Es ist anscheinend nichts passiert soweit. Ich habe 148. Jetzt gucken wir mal kurz. 28 Wachen, 43 Ingenieure, 14 Sanitäter, 39 Biologen. Fast das, was ich gerne hätte. Und Arbeiter sind 24. Geht. Nicht das Beste, aber es geht. So. Da kommt wieder ein Raumschiff. Zwei Biologen. Wunderbar. So soll's laufen. Zack, 41 Biologen. Wunderbar. Die haben ja auch wahnsinnig viele Pflanzen schon hier zu umsorgen hier. Hier ganz besonders. Da hinten hätte ich noch zu bauen. Da ist noch was. Also sie haben mehr als genug zu tun. Deshalb überlege ich mir, weiterhin Biologen und Wachen ja auch einfach beizubehalten, dass da mehr kommen. Weil das muss hier auf jeden Fall noch einiges gemacht werden. Da muss wirklich dafür gesorgt werden, dass alles gut wird. Gucken wir mal, wie sieht das hier aus? Wohlergehen anständig, das schwankt. Okay. Ansehen, naja, so 50-50. Kann ich nicht. Zurzeit geht nicht anders. Und ein Biologe. Puh, ich habe immer jetzt schon die Hand über der F6-Taste, damit ich hier Alarmrot geben kann. Es ist schon nicht gerade ohne. Also muss aufpassen. Ich muss wirklich aufpassen, dass hier nichts schief läuft oder so. Mit Energie sieht es hervorragend aus, muss ich sagen. Da bin ich auch froh darüber, dass ich jetzt hier keine großen Probleme oder so bis jetzt gekriegt habe. Aber ich habe es ja immer ein bisschen übertrieben. Wenn ich mal wieder was nachbaue, baue ich mal ordentlich nach. Ich bin aber eben halt dennoch schon wieder am Überlegen. Aber Schlafsäle sehen gut aus. Viel Platz, sehr viel Platz. Oh, da kommt schon wieder ein Raumschiff. Zwei Wachen? Ja. Die sind nicht orange, die sind weiß. Also an den Schultern erkennt man das. Da ist die Farbe. Und das Weiße bedeutet eindeutig Wachen. Und das waren zwei Stück. Das heißt, wir müssten gute 30 jetzt haben. Ich würde aber gerne noch mehr haben, muss ich sagen. Ich habe lieber zu viele Wachen, die dann hier in diesem Kontrollzentrum hier abhängen und bewaffnet sind und irgendwo auf irgendwas warten. Anstatt irgendwie was anderes oder so. Also, es müssen Waffen noch gebaut werden. Ich glaube nämlich, die Hälfte der Wachen haben gar keine Waffen. Und das ist doof. Das ist ganz doof. Wir können ja mal eine rauspicken. Da sieht man nirgendwo, dass der eine Waffe hat. Gucken wir uns jetzt mal woanders. Hier kommen die ja rein und hier sind gar keine Wachen. Überhaupt keine. Nicht einer ist da. Wo sind die denn alle? Da sitzen zwei, drei. Drei sitzen da. Vier sind es jetzt. Sehr gut. Und die vier geben Bescheid, wenn irgendwo was ist. Ansonsten, ich schlag auch Alarm. Und ich sehe gerade, wir haben jetzt schon acht Roboter, die ja alles hin und her schleppen. Das finde ich sehr, sehr gut. So, wir brauchen meine das nicht mehr so sehr zu übernehmen. Aber das wird gerade hergestellt. Kann ein Bohrroboter werden. Und das bleibt ein Transporter, weil der schon zur Hälfte fertig ist. Das wäre echt Verlust. Es würde jetzt schon wieder von vorne anfangen und das will ich nicht. So, wieder. Wieder welche?
Und. Ach, gut, das ist eine Wache. Etwas ist kaputt gegangen. Oh nein! Die Dinger gehen zu schnell kaputt, habe ich das Gefühl. Ist aber nicht tragisch. Also, zwar ärgerlich, aber naja, muss man ja irgendwie, ne? Muss man irgendwie akzeptieren. Sauerstoff und überall. Die Tanks sind alle picobello. Hier ist alles gut. Da ist alles gut. Super, die Pflanzen da auch. Da ist alles. Da. Da ist gut. Schön. Weil das sind die großen und das sind die sehr großen, ne? Ja. Wird auch überwacht, zum Beispiel. Da. Bewacht. Jegliche Eindringlinge werden erkannt, wenn sie durch diese Struktur gehen. Zack. Und hier ist sehr, sehr wichtig, dass das überwacht halt ist. Die sind alle da, das ist gut. Ist nur doof, dass hier eben halt viel gearbeitet wird. Das ist... Aber das muss ich eben halt riskieren. Ein Biologe und eine Wache. Mal auf die Zunge beißen, das ist ja furchtbar. So 43 Biologen. Die haben jetzt ja auch wahnsinnig viele Pflanzen eigentlich. Aber hier scheint es schon immer besser zu gehen jetzt. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Ich will mal die Tastatur zurechtdrücken. Ich habe die eben aus Versehen vor der Aufnahme verschoben. Okay, was ist es? Eindringlinge. Verschwindet von dort. Haut ab! Haut ab! Oh, müsst doch nicht gegen die Boxen! Zwei Tote. Drei, vier. Wenn Alarmstufe Rot auf der Basis herrscht, bleiben alle Kolonisten drinnen, Arbeiter, Sanitäter und Wachen länger. Arbeiten, Sanitäter und Wachen länger. Bekämpfen Kolonisten Eindringlinge mit allen Mitteln. Bleiben alle Kolonisten drin, Arbeiter, Sanitäter, Wachen länger. Ich müsste das also nehmen. Echt jetzt? Scheiße. Ich bringe die also selber um. Aha, toll. Allen Mitteln. Baut mal hier mehr Waffen. Meine Fresse. Oh, gleich reiße ich die alle ab und dann können sie da nur noch Waffen bauen. Ich hatte doch mehrere Fabriken, oder nicht? Ich hatte doch hier irgendwo noch was gebaut gehabt. Hatte ich? Da. Naja, wenn die Hälfte der Bevölkerung dann Wachen sind, dann fühle ich mich auf jeden Fall sicherer. Aber jetzt sind es nur nicht mal ein Viertel der Bewohner. Und ich weiß auch gar nicht, kamen die überhaupt? Ich habe die gar nicht gesehen. Biologe und Wache. Gut. Und wieder ein kleines bisschen sicherer. Wobei die ja keine Waffen haben. Bewegt euch mal, baut mal den Waffen. Mein Gott. Habe ich wieder 150. Jetzt habe ich wenigstens schon mal die Hälfte. Seht ihr, und da hat er schon wieder aufgehört zu arbeiten. Ganz toll. Eigentlich macht man das fertig, was man angefangen hat, aber gut. Naja, eigentlich nicht gut. So, Essen, hervorragend. Sehr gut. Okay. Naja, ein bisschen wenig. Da jede Menge von. Die Waffe.
So, hat jetzt eine Wache. Sehr schön. Eine Person, die mir Sicherheit so gewährleisten kann. Schön, schön. So, hier haben wir davon genug. Davon haben wir auch genug. Zwei neue Biologen. Hervorragend. 24 freie. Hui. So, jetzt gucken wir mal. Ich habe jetzt wieder 40 Biologen. Lassen wir es einfach so weiterlaufen. Oh ja. Oh ja, wir brauchen mehr Biologen. Die schaffen das gar nicht alles. Und wir müssen da mal ein paar Pflanzen loswerden, weil das ist schon zu viel. Frank, wieso liegt das denn da? Weil wahrscheinlich, weil das hier schon voll ist, oder? Kartoffeln und was haben wir hier? Mais. Was haben wir hier? Reis haben wir. Das können wir wegmachen. Das können wir wegmachen. Bauen wir nochmal zwei so eine schönen Bäumchen dahin, denke ich mal, ne? So, 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 hier sind so ein Baum hier, so. Und so. Die bringen zwar rein gar nichts, aber ist gut. Zack, fertig gebaut. Sehr gut. So, wie sieht's denn hier hinten aus? 41 und 34. Ein paar mehr noch und dann wäre es tippitoppi. Mais, Salat, Tomaten. Was ist das da? Was ist? Mais. So, die Struktur hat das weg und da könnten wir noch einmal Pilze hinsetzen. Bringt noch mal mehr Essen und weniger von allem anderen. So. Wow, wo ist er eigentlich lang? Oh, hier hinten, ne? Jo. Oh, 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 oh. Oh, oh. Ah, zwei Wachen. Gott. Ich muss mir mal dringend hier eine andere Sitzposition suchen nachher. Oder mich mal bewegen. Hey. Doch, ich muss ja... Oh ja, ich muss gleich mal Mittag essen. Wird mal langsam Zeit. Hm. Muss ich mir was machen. Ich muss sagen, Mittagessen allein ist irgendwie immer doof. Also da hat man gar nicht so richtig den Elan, was richtig so für sich selber zu machen. Also bei mir ist das zumindest so. Und ein paar anderen, mit denen ich auch drüber gesprochen habe, die finden das auch ein bisschen so, so richtig was richtiges kochen oder so, das ist nicht ganz so cool und nicht so, treibt eigentlich so richtig an. Noch eine Wache und noch ein Biologe. Also müssten wir ja schon massig haben. 160 Leute haben wir jetzt schon. Wir haben fast die Wunschmenge. Also, was habe ich gesagt? 30, 40, 50 oder sowas? Oder was beim Biologen? Wache? Biologen? Ne? Ja. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, die beiden brauchen wir noch in großen Mengen. Die hängen zwar viele hier und da ab. Wenn sie aber da fertig sind, laufen sie los hierhin. Und hier kommen sie irgendwie nie an. Außer da. Da sind jeder an einem Teil dran. Das ist schon sehr schön. Hier arbeiten sie auch ein bisschen, aber da könnte schon ruhig ein bisschen mehr. Oh, da kommt wieder ein Schiff, wieder ein Schiff, wieder ein Schiff. Zwei Biologen. Sehr schön. 45 Biologen. Das ist der Hammer. Das ist. Ich glaube, ich schaff's diesmal doch. Oh, ist das schön.
Das ist immer voll. Wie sieht das aus? Das ist immer fast voll. Uiuiui. Aber mit Heil, keine Kräuterpflanzen, also keine Pflanzen mehr. Das sieht hervorragend aus. Wie sieht denn der Schnitt aus? Wie viel? 24, 16 Pflanzen. Ja, dann braucht die immer nur dann was machen, wenn da was da ist. Was fehlt? Oh ja, wieder von beiden ein. Sehr gut. Irgendwann haben wir genug Wachen, dass die wirklich in jedem Raum zu fünft stehen. Und sich gar nicht mehr bewegen können. Oh, welche Verbindung? Ja, das ist doof. Wir brauchen hier noch irgendwas, um das zu überbrücken. Wenn da nämlich was abbricht, dann können wir gar nicht irgendwas machen. Setzen wir mal einfach ein paar hier hin. Und hierhin. Den überbrücken wir mit denen. So. Oh, verschwindet da. Nein, Kolonisten sind tot. Oh, drei. Ich verkneif's mir. Schön, dass es langsam sich so tauscht. Das ist gut. Das sollte auch so sein. Hier sieht es einigermaßen besser aus, aber noch nicht wirklich gut. Zwei neue Wachen. Sehr schön. Ja. Fast haben wir es soweit. So. Ach nee, brauchen wir noch gar nicht. Ha. Wir haben ja noch genug Essen und alles. Ich wollte es aber schon mal halt haben. Verbindungsstück irgendwo hier? Nö. Er ist da. Okay, das ist doof. Wie sieht es mit hier aus? So. Krieg das irgendwie zusammen. Ich werde das jetzt einfach machen. Fertig. Ich krieg das hin.
dieses Konstrukt hier, das wird auch noch. Dann haben wir auch wieder genug Energie. Da bin ich mir sicher. Können wir wegen so einer Bioplastik schon mal wieder loswerden. So, hier haben wir für Bioplastik schon genug, da auch. Hier kommt jetzt das und das da, das letzte. Das wird echt gut. So, Waffen müssen noch gebaut werden, ist klar. So, 167. Sehr gut. Finde ich gut. Das ist alles klar. Das wird auch langsam. Oh, das wird noch ein bisschen länger dauern. So, hier noch drei. Das hier wird noch einiges kosten. Das ist klar. Aber ist nicht schlimm. Oh, ein kleines Schiff. Schnell. Okay, eine Wache. Okay, gut. Gut. Noch drei Biologen, dann reicht das auf jeden Fall. Da bin ich mir sicher. Können wir nämlich hier gleich das nächste bauen. Und zwar hier drinnen. Wir werden hauptsächlich nur Pilze bauen. Erstmal nur vier. Und dann reicht das auch erstmal wieder, weil, soweit ich das sehe, wir mehr als genug erstmal noch haben. Aber ich möchte schon mal vier Stück hier einfach haben. Baut er das auch direkt? Ja. Hier fehlt aber noch was, da fehlt noch was. Okay, ja gut. Aber wir haben das schon mal gebaut. Weil Bauteile wurden gebaut. Ah ja. Okay. Ja, Metall haben wir irgendwie die Probleme. Das kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Wir haben Minen. Und wir haben hier mehr als genug an Möglichkeiten, hier das fertig zu bauen. Die kommen nur nicht in den Knick hier. Oh, das türmt sich aber hier gut. Oh, schon fast voll. Eieiei. Gut, dafür haben wir hier, da und da hinten schon wieder ein Lager. Ne? Das wird aber auch gut gefüllt. Kommt auch immer Essen und alles. Ja. Gut, kann man nicht immer ganz verhindern, ne? Dass man da irgendwie Mangel oder irgendwas hat. Aber ich würde sagen, es läuft. Läuft doch. Da kommt wieder ein Sicherheitstyp hier nach Hause. Zu uns. Nummer 43, 47. Das ist gut. Noch ein paar und dann wäre es perfekt, aber wir kriegen das schon hin. Kriegen wir schon hin. Also ich würde sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Ich bin gespannt. Ich werde mir irgendein Thema überlegen, weil irgendwie muss ich auch mal was Sinnvolles labern. Reden. Entschuldigung. Kantine wurde gebaut? Achso, ich habe eine Kantine gebaut gehabt. Oh, eine kleine. Also eine mittlere. Ach ja, damit ich hier in die Ecke so durchkomme. Okay, ja, gut. Muss man nicht machen, kann man, ne? Also, naja, gut. Sauerstoff wieder zusätzlich. Eindringling entdeckt. Ein Wachmann wurde getötet. Toll. Drei Tote. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Sechs Eindringlinge. Ja, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht's gut. Tschüss.